Hallo zusammen, Meier 3007 hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge durch die Woche gefloggt. Ich habe jetzt die ganze Woche Urlaub. Ich hatte auch die letzte Woche Urlaub. Da war ich auch weg und zwar wieder am Weißen See. Es war eine sehr schöne Woche. Aber da habe ich mich entschieden, die Kamera diesmal zu Hause zu lassen. Ich dachte mir, da habe ich euch schon so viele Perspektiven gezeigt vom Weißen See, darum habe ich diesmal die Kamera eben nicht mitgenommen. Aber, wie gesagt, es war eine wunderschöne Urlaubswoche, die ich dort hatte. Bin diesmal auch eine Runde mit dem Fahrrad gefahren am See, war auch sehr schön. Und ich hatte auch wirklich Glück mit dem Wetter, es hat eigentlich immer recht gut hergehalten. In Kärnten hatte ich auch eine schöne Urlaubslektüre dabei. Nämlich habe ich dort gelesen, Nikos Milonas, Kretische Nacht, der fünfte Fall für Michalis Charisteas. Da werde ich in den nächsten Tagen auch die Rezension dazu noch drehen für euch. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Mir hat es nämlich wieder sehr gut gefallen. Und was mich auch gefreut hat, wie ich Freitagnachmittag dann aus Österreich heimgekommen bin, habe ich zu Hause zwei tolle Buchpakete gefunden. Einmal eine Bestellung, die ich gemacht habe und zum anderen drei Rezensionsexemplare. Nämlich von Manfred Baumann, Mörderwalzer. Da habe ich jetzt schon zu lesen begonnen. Gefällt mir bisher sehr gut. Der neue und mittlerweile, jetzt lasst mich mal kurz spicken, 11. Fall für Martin Meraner. Auf Schloss Leopoldskron bei Salzburg wird während einer TV-Aufnahme eine Journalistin ermordet. Es war eine große Benefizveranstaltung zugunsten des Überlebens auf dem Planeten. Bin gespannt, wie die Story weitergeht. Wie gesagt, bisher gefällt es mir recht gut. Dann haben wir als Rezensionsexemplar Hermann Bauer, Kaffeebeichte, der neueste Fall für den Chef Oberleopold. Da freue ich mich wieder richtig drauf, ins Kaffeehaus Heller zurückzukehren. Fall Nummer 16 aus dieser Reihe. Und dann, last but not least, der Reingewinn von Harald Schneider. Ein neuer Fall für Rainer Palzki. Auch hier schaue ich euch kurz nach. Der 23. Fall für Palzki. Da bin ich wieder richtig gespannt. Ich mag ja diese skurrilen Falzkrimis auch sehr gerne. Bin vor allem gespannt, was KPD in diesem Buch wieder so anstellt. Sprich Klaus-Pierre Tiefenbach, Palzkis Vorgesetzter. Das ist ja immer ein ganz spezieller Charakter, dieser Kerl. Mit seinen skurrilen und verrückten Ideen. Gespannt, was da jetzt in diesem Buch wieder so kommt. Und das zweite Paket war eine Bestellung, nämlich zwei Bücher von Christopher Ross. Wind River Ranch, mein Pferd, meine Träume. Spielt diesmal nicht in Alaska, sondern in Wyoming. In den Ausläufern der Rocky Mountains. Dorthin fährt Nicole mit ihrer geliebten Stute Amber, um den Machenschaften ihres Bruders zu entgehen. Sie wird auf einer kleinen Ranch in Wyoming heimisch, so wie ich das hier sehe, und verliebt sich auch noch in einen Cowboy. Aber der Ranchbesitzer, Thornton, schreckt mit seiner Machtgier vor nichts zurück. Und da bin ich mal sehr gespannt. Klingt wieder richtig toll. Alle, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass ich ein großer Fan von Christopher Ross bin. Also der schreibt immer richtig gut. Vor allem hat man da wirklich immer das Gefühl, direkt in der Story drin zu sein. Da macht Christopher Ross keiner was vor. Es ist immer richtig toll, diese Schilderungen. Und das zweite Buch von Christopher Ross, Rocky Mountain Weihnacht. Das Buch werde ich Ende des Jahres lesen und euch auch im Adventskalender präsentieren. Kann ich jetzt auch schon versprechen, aller Voraussicht nach, wenn jetzt nicht ganz was Unerwartetes dazwischen kommt, wird es den Adventskalender auch dieses Jahr wieder von mir geben. Ich muss zwar im Spätherbst und das Messer,
sprich operiert werden. Aber ich denke, bis zum Adventskalender sollte ich dann wieder auf dem Damm sein. Habe auch schon ein paar Ideen, was ich da so reinpacke. Jetzt in meiner zweiten Urlaubswoche möchte ich auch mit der Laubsäge einiges erledigen. Habe da auch ein paar Projekte, die ich entweder weitermachen oder vielleicht sogar fertigstellen möchte. Da halte ich euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Also, wir sehen uns morgen dann wieder. Und Meier 3007. Hallo zusammen am Sonntagabend. Ja, es war ein schöner Tag. Ich habe ihn heute zum Teil im Schwimmbad verbracht und auch beim Mörderwalzer von Manfred Baumann weitergelesen. Da bin ich jetzt auf Seite 100. Die Story ist nicht schlecht. Wie gesagt, während dieser Wohltätigkeitsveranstaltung auf Leopoldskron wurde ja die Journalistin ermordet. Bloß, es sind über 100 Leute da anwesend gewesen, also es gibt extrem viele Verdächtige für Martin Meraner. Er ist sich nämlich sicher, der Täter kam nicht von außerhalb, es muss einer der Anwesenden gewesen sein. Aber wer und aus welchem Motiv, da kann ich mir jetzt noch gar keinen Reim drauf machen. Teilweise wird es auch aus Sicht einer jungen Geigerin erzählt, was die jetzt mit der ganzen Sache genau zu tun hat, bin ich mir auch noch unsicher. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie mir das Buch so gefällt. Jetzt zeige ich euch noch was. Heute Abend war ich nämlich auch noch bei uns in der Werkstatt. Habe ja gestern erwähnt, dass ich laubsägetechnisch einiges erledigen möchte in diesem Urlaub. Schaut mal. Ein weiteres Wandelement der Weihnachtspyramide ist fertig. Das ist ein Teil des zweiten Stockwerkes. Das muss ich jetzt noch einmal machen, dann ist das auch erledigt. Und zwei Teile der untersten Etage fehlen mir noch. Also drei Wandplatten und ein paar Bodenelemente. Dann kann es schon an den Zusammenbau der Pyramide gehen. Bin gespannt, wie das dann klappt, ob ich sauber genug gearbeitet habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schaffe, die ganzen Aussägearbeiten noch in dieser Woche zu erledigen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich habe ja auch noch ein paar andere Laubsägeprojekte bei der Hand diese Woche. Aber da werde ich euch dann im Laufe der nächsten Tage mehr dazu erzählen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich melde mich dann morgen bei euch wieder. Ciao! Hallo zusammen am Montagabend. Es war wieder ein schöner Tag heute. Wir hatten gutes Wetter. Ich habe einen schönen Spaziergang gemacht. Und war jetzt am Abend noch ein bisschen mit der Laubsäge aktiv. Da habe ich momentan ein kleines Zwischenprojekt in der Arbeit. Das werde ich euch dann, denke ich, morgen zeigen. Je nachdem, wie ich dran vorankomme. Ich habe heute auch mit Entsetzen festgestellt, ich habe schon seit einigen Monaten keine Kommentare mehr beantwortet. Upsala! Da sind einige aufgelaufen. Ich habe jetzt den ersten Sprung schon weggemacht und die anderen werde ich, denke ich, heute oder morgen noch beantworten. Denn, ihr wisst ja, jeder Kommentar bekommt bei mir eine Antwort, auch wenn es manchmal ein bisschen dauern kann. Rebecca, vor allem bei dir wird YouTube jetzt wahrscheinlich explodiert sein, so viele Kommentare, wie ich jetzt von dir schon beantwortet habe. Es war heute ein schöner Tag, ich konnte bei Martin Meraner auch schon weiterlesen. Habe ich jetzt noch knappe 100 Seiten. Also ich komme auf die Zielgerade des Buchs schön langsam. Kann mir aber noch keinen rechten Reim drauf machen, wer denn der Mörder ist. Martin hat jetzt einen kleinen Jungen getroffen, der ein guter Schachspieler ist und macht immer wieder Andeutungen rund ums Thema Schach. Aber was das mit diesem Mordfall zu tun hat, bin ich mir noch unschlüssig. Ich werde euch auf jeden Fall, sobald ich es ausgelesen habe, final berichten, wie es mir gefallen hat. Also, wir hören uns. Hallo zusammen am Dienstagabend. Schaut mal, ich habe euch ja gestern erzählt, dass ich eine Laubsägearbeit momentan wieder in der Arbeit habe. Hier, das ist es geworden. Diese zwei Feuerwehrmänner im Einsatz. Das ist ein Geschenk für einen Bekannten von mir. Der junge Mann hat jetzt am Wochenende Geburtstag. Ich kenne ihn schon sehr lange.
Und was ich auch toll finde, der Junge macht ja auch gerne zu so Sperrholzarbeiten und ich habe ihm die Grundlagen ein bisschen beigebracht, quasi mein Wissen ein bisschen weitergegeben und ihm so die grundlegenden Handgriffe mal gezeigt. Hab mich auch sehr gefreut, dass ich da meine Erfahrungen mal weitergeben konnte. Das hier ist jetzt noch nicht ganz fertig. Ich werde die Rückplatte noch streichen, das Ganze noch zusammenleimen und dann müssen die Kanten noch verschliffen werden. Also ein bisschen Arbeit habe ich noch, aber ist bald fertig. Ich werde jetzt noch bei Martin Meraner weiterlesen und mir vielleicht auch die restlichen Kommentare noch vorknüpfen, die noch zu beantworten sind. Und dann geht's für mich auch schon ins Bett, denn wir haben es schon relativ spät und ich bin richtig müde. Und je nachdem, wie ich schlafen kann, denn es ist schon wieder brütend heiß hier bei mir im Dach. Also, morgen hören wir uns wieder. Ciao! Hallo zusammen am Mittwochabend. Es war ein schöner Tag heute. Wir hatten eine kleine Familienfeier. Aber vorher war ich noch kurz in der Stadt, denn zwei tolle Neuzugänge haben mich dort erwartet. Schaut mal! Einmal hier, Sophie Zach, die Bergwacht, Gipfelstürme. Der zweite Band dieser Reihe. Auf dieses Buch habe ich mich von dem Moment an gefreut, als ich das letzte Wort des ersten Bandes gelesen habe. Ach, herrlich! Da werde ich jetzt im Anschluss sofort dran weiterlesen. Ich freue mich so drauf, dass es wieder nach Bichelbrunn zurückgeht. Da kriegt ihr auf jeden Fall auch die Rezension, wenn ich damit durch bin. Und der zweite Neuzugang, auf den ich mich auch sehr freue, Jessica von Bredow-Werndl und Antje Zillert, Gut Aubenhausen, Emilias Herz für Pferde. Da habe ich ja letztes Jahr den ersten Band dieser Gut Aubenhausen-Reihe gelesen, der mir auch viel Spaß gemacht hat. Und darum freue ich mich jetzt auch sehr drauf, wieder zu Emilia und Jessica von Bredow-Werndl zurückzukehren. Weiß ich noch nicht, wann ich das genau lese, aber ich freue mich total drauf. Das war's jetzt für heute von mir. Wie gesagt, ich lese jetzt gleich bei der Bergwacht weiter und melde mich morgen bei euch dann wieder. Ciao! Hallo zusammen am Donnerstag. Es ist eine Bullenhitze hier momentan wieder. Und ich habe es heute mal wieder geschafft, meine halbe Küche zu fluten. Ich habe mir aus dem Keller eine Wasserflasche geholt und fragt mich nicht warum, aber irgendwie hatte das Scheißding Druck drauf. Und ich schraube es auf und schießt mir der halbe Inhalt schon entgegen. Na, klasse. Ich konnte heute übrigens den Fall für Martin Meraner beenden. Hat mir gut gefallen, das Finale. Da werde ich jetzt in den nächsten Tagen dann auch die Rezension drehen. Und auch beim Bergwachtsbuch habe ich schon gut reingelesen. Das ist ja wieder richtig klasse. Es schließt quasi direkt ans Ende des ersten Bandes an. Richtig toll gemacht. Da werde ich euch, denke ich, morgen noch mehr erzählen, denn jetzt muss ich meine Kamera erstmal anhängen. Ich sehe nämlich gerade, dass der Akku blinkt. Also, heute etwas kürzer, aber morgen hören wir uns auf jeden Fall wieder. Ciao! Hallo zusammen am Freitagabend. Wir haben es heute wieder eine Bullenhitze. Ich habe jetzt gerade erst meinen kleinen Spaziergang gemacht. Wir haben es schon nach 9 Uhr abends. Aber früher hättest du es draußen einfach nicht ausgehalten. Heute Vormittag war ich schon im Schwimmbad, habe mir da eine schöne Zeit gemacht und da auch am Bergwachtsbuch weitergelesen. In Bichelbrunn ging es ganz schön rund, muss man sagen. Es ist geplant, dass ein Wellnesshotel gebaut werden soll, doch die Bergwacht und auch Ben der Ranger sind absolut dagegen, denn dazu muss ein Lawinenschutzwald abgeholzt werden. Und das birgt natürlich große Gefahren. Bei der Abstimmung darüber im Rathaus sind richtig die Fetzen geflogen. Und Lena musste entsetzt feststellen, der größte Befürworter des Projekts ist ausgerechnet ihr französischer Ex-Freund, Alain. Der ist extra für dieses Projekt nach Bichelbrunn gekommen. Wie es jetzt mit den beiden weitergeht, das kann ja noch lustig werden.
Jetzt zweifeln jedenfalls alle, auf welcher Seite Lena denn eigentlich steht. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die Story weitergeht. Ich werde auf jeden Fall in der Rezension noch erzählen, wie es mir gefallen hat, das Buch. Mit dieser Folge durch die Woche gefloggt soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, die nächste Woche, glaube ich, werde ich mal nicht vloggen. Mal schauen. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem meiner nächsten Videos dann wieder. Bis dann, Meier 3007.